Sprossen selber ziehen und die 10 besten Keimlinge und Sprossen für Sportler und Gesundheitsbewusste, die erfährst du jetzt. Und die Lieblingssprossen, die Alpha-Alpha-Sprossen sowie die Brokkolisprossen und die Buchweizenkeimlinge von unserer Expertin Lana About Food, die erfährst du direkt im verlinkten Video. Sei also gespannt auf diese tolle Episode, denn du erfährst nicht nur, wie du Sprossen selber ziehen kannst, sondern auch, was so wertvoll ist an Sprossen und Lanas Geheimtipp, wie sie den etwas herben Geschmack der Brokkolisprossen umgeht. Hallo, sehr danke, sein Name ist Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, denn ich habe mal wieder herzlich gelacht. Und wenn auch du lachen möchtest in diesen düsteren Zeiten, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Episode bis zum Ende an, denn am Ende, da gibt es Outtakes. Outtakes aus dem Video, das ich zusammen mit Lana About Food aufgenommen habe in ihrer wunderschönen Küche und wir über die legendären Vorteile von Sprossen und Keimlingen gesprochen habe. Die Outtakes, die findest du, wie gesagt, am Ende. Also gönn dir diese Lacheinheit und vorher, da gehen wir jetzt ganz kurz darauf ein, wie du die enormen Vorteile von Sprossen auch für dich genießen kannst und dann steigen wir ein in das Video, dessen Audiospur ich hier in dem Podcast jetzt gleich dir veröffentliche und du hörst die sympathische Stimme dieser wunderbaren Frau, die dir genau erzählt, wie sie den herben Geschmack der Brokkolisprossen letztlich umgeht. Vor allem auch, wie sie ihrer Familie den sprossigen Vorteile näher gebracht hat und warum diese Sprossen, ja, die wirklichen Solarzellen für deinen Körper sind. Jetzt aber erstmal ein kleiner Hintergrund gekeimter Lebensmittel, bevor wir jetzt gleich zum Video kommen. Ja, das Keimen, das spielt für viele Völker schon seit Tausenden von Jahren eine wichtige gesundheitliche Rolle. Dabei grassiert eine Legende, dass chinesische Schiffsreisende die Vorzüge des Keimens entdeckten, als die an Bord gelagerten Sojabohnen zu keimen begannen und die Besatzung sich damit gesund auf den oft unkomfortablen Reisen versorgen konnte. Da gibt's übrigens auch tolle Studien, die ich im verlinkten Blogartikel erwähnt habe. Ja, was ist denn der gesundheitliche Nutzen vom Sprossen selber ziehen eigentlich, um da mal drauf einzugehen? Ja, letztlich, Lebensmittel haben sich trotz der radikalen, man könnte auch sagen dramatischen Veränderung des Essensverhaltens durch die vor allem von westlich-US-amerikanischen Convenience-Produkten geprägten heutigen Konsumtion im kulturellen und kulinarischen Sinn in weiten Teilen der Welt erhalten. Das ist natürlich das Sprossen und das Keimenziehen. Und wer effizient ist, setzt sich evolutionär durch. Somit können wir diese instinktiven Handlungsweisen als effizientes Vorgehen deuten, wenn wir nämlich Sprossen ziehen. Ja, so, dazu zählt natürlich nicht nur das Keimen, viele Menschen aufgrund hohen Zuckerkonsums beispielsweise, um die für die Verdauung so wichtigen Bitterstoffe einen Bogen machen und wundert sich, dass sie Probleme im Magen-Darm-Trakt bekommen oder sie kauen nicht ausreichend. Aber das sind natürlich andere Themen, die wir nochmal separat erläutern. Wichtig bei Sprossen und auch bei Keimlingen ist die Enzymatik. Denn diese Lebensmittel, die enthalten noch wirkliche Enzyme, die für die komplette Verdauung verantwortlich sind und die letztlich eben auch Leben in sich haben. Somit sind Sprossen und Keimlinge schon vorverdaut. Das hilft natürlich gewaltig, wenn du vor allem Darmprobleme hast. Und diese Enzyme, die gehen eben leider verloren, wenn du sie kochst. Und jetzt kommt der Hammer. Weder Vitamine, noch Mineralstoffe, noch Hormone funktionieren ohne Enzyme. Ohne enzymatische Aktivität wären wir tatsächlich tot. Und wenn wir jetzt nur noch Convenience-Produkte essen, Fertigprodukte essen und denken, wir könnten nur noch gekocht essen, dann ist das wie der schleichende Tod, möchte ich es jetzt mal in meinen eigenen Worten fassen, nehme ich da nicht aber bis aufs Wort, sondern hör da raus, was ich dir sagen möchte, denn wir nehmen dann einfach keine Enzyme mehr zu uns und das ist natürlich nicht von förderlich. Wenn du dich mehr einlesen möchtest, dann klicke da auf den Blogartikel in den Shownotes und
Ja, schau dir da auch gerne an, dass da nicht nur das Kochen madig gemacht wird, sondern natürlich auch das Kochen gegebenenfalls auch Vorteile hat. Also, es geht hier nicht darum, ob Kochen jetzt besser ist oder nicht, sondern es geht darum, wie du Sprossen selber einsetzen kannst, welche Vorteile sie haben, unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe, die sie enthalten. Sie enthalten nutrazeutische Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Rutin oder das Sexershogaol im Ingwer oder Aliin im Knoblauch. Sie enthalten Vitamine, Aminosäuren, Fettsäuren und Kohlenhydrate und das ist natürlich Weltklasse. Übrigens, sie steigern gerade den Vitamin-C-Gehalt um teilweise 100% und der Gehalt an einzelnen B-Vitaminen teilweise um bis zu 500%, die Menge an Vitamin E um bis zu 100% und so entstehen unter anderem auch komplett neue sekundäre Pflanzenstoffe. Also das ist wirklich enorm, dementsprechend hilft auch Keimen besser zu verdauen. Du siehst überall Stoffe, wie zum Beispiel, was die Verdauung angeht, Stoffe wie zum Beispiel Phytinsäure in Getreide, welches Eisen, Zink und Calcium bindet, Trypsin-Inhibitoren und Cannavanin, also Hülsenfrüchte, die verhindern die Eiweißverdauung. Lektine, die kennt jeder, Getreide und Hülsenfrüchte können bei Leaky Gut-Syndrom problematisch werden. Dann Antivitamine, FODMAPs und Histamin, die werden größtenteils reduziert oder ganz abgebaut, wenn wir den Keimlingen und den Sprossen vertrauen. Also von daher schon mal jetzt hier ganz, ganz viel Input. Und da habe ich noch gar nicht über das blutreinigende Chlorophyll gesprochen, das natürlich eben auch in Mikrogreens, in Sprossen und Gräsern zutage kommt. So, in dem Blogartikel, da siehst du aber auch die Top 10 Quellen, die du einfach zum Keimen und Sprossen verwenden kannst. Die ersten drei lese ich dir mal vor. Buchweizen, Berglinsen, Kichererbsen oder generell Erbsen und Quinoa, wer hätte es gedacht, und da kommen noch viel, viel mehr dazu, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest. Jetzt schalten wir mal rüber zu Lana About Food ins schöne Nürnberg und ich empfehle dir auf jeden Fall auch ihren YouTube-Artikel, nein, nicht Artikel, sondern ihr YouTube-Video zu liken, zu abonnieren, denn diese Frau, die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, nicht nur was ihre Ernährung angeht, sondern auch was ihre Figur angeht, was ihr Aussehen angeht und vor allem, was sie zu sagen hat. Und das solltest du dir nicht entgehen lassen. Klick auf das Video in den Shownotes verlinkt, lass dir gut gehen und lest dir den Artikel durch. Der ist wirklich lesenswert, ein paar Minuten lesenswert, obwohl er tatsächlich ungefähr 18 Minuten braucht, bis du ihn durch hast. Aber diese 18 Minuten, die werden dein Leben verändern. Das kann ich dir jetzt schon mal besprechen, vor allem, weil es eben auch einen Bonus gibt in diesem Artikel, nämlich Beispiele für tägliche Nahrungszusammenstellung. Das solltest du auf jeden Fall hören und ich wünsche dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß mit dem Video, mit dem Podcast, mit Lana About Food und auch heute schon mal Stay Healthy, Stay Vegan, Eat Your Broccoli. Lass es dir gut gehen. Bis hoffentlich bald. Alles, alles Liebe, dein Christian und genieß die Outtakes. Willkommen zu diesem neuen Video von mir, beziehungsweise heute von uns. Ich habe nämlich hier zu meiner Rechten den Christian. Er ist Health Educator. Ja, also im Englischen heißt es halt Lehrer, ne? Educator. Okay. Ja. Also er kennt sich spitzenmäßig aus in Ernährungsfragen. Und zwar nicht nur von der Praxis her, weil er sich einfach super, super gut ernährt. Ich glaube, da wollen wir alle hin, sondern auch wissensbasiert. Ja, also sprich, er hat auch das Wissen, er hat auch vielleicht die Studienlage, die aktuellen Erkenntnisse rund um das Thema Ernährung. Und heute soll es um das Thema Sprossen gehen. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal so gerne Sprossen keime. Und zwar bin ich da allerdings erst vor 2 Jahren drauf gekommen. Echt? Vorher hat mir das irgendwie nie jemand erzählt. Und seitdem liebe ich Sprossen, habe auch meine ganze Familie schon mit diesen Sprossengläsern ausgestattet. Die wissen zwar alle noch nicht so ganz, was das ist und was sie damit machen sollen, aber dazu ist jetzt dieses Video sehr, sehr hilfreich. Denn Christian wird uns jetzt ein bisschen was erzählen zu den Sprossen und warum wir sie wirklich täglich essen sollten. Ja, und da gibt's gleich einen richtig krass interessanten Fakt, den ich euch gleich verrate. Allerdings zuerst mal der Unterschied zwischen Sprossen und Keimlingen, weil den viele gar nicht wissen oder das vielleicht sogar in eine Suppe zusammenwerfen. Das hier sind Keimlinge. Also ihr seht hier diese leichten Fortsätze an dem Buchweizen. Da merkst du, dass das Korn oder der Samen gekeimt ist.
Ja? Und dann reden wir hier über Sprossen oder auch Microgreens. Microgreens genannt. Also das heißt, Sprossen sind eigentlich grün und Keimlinge, die sind noch nicht grün. Da wird das Grün erst noch gebildet. Und das ist eigentlich so der Unterschied. Und das Wichtige ist, dass beides natürlich richtig gesund ist, weil beim Keimvorgang, weißt du ja selber, da explodieren die Nährstoffe. Richtig. Die explodieren nicht nur, es wird auch entschleimt. Also bei den Buchweizen merke ich das richtig. Die sehen in der Ursprungsform so aus. Das ist quasi einfach nur trocken. Das habe ich jetzt beim Rossmann gekauft. Gibt es wirklich, also Buchweizen muss man nicht online bestellen. Den gibt es heutzutage überall zu kaufen. Nicht den gerösteten, sondern den hellen kaufen. Ja. Und so ist das quasi in trocken. Und durch den Keimvorgang, durch das Wassergeben den Sprossen, fängt das Lebensmittel wieder an zu leben. Ganz genau. So beschreibe ich das immer. Also es fängt wieder an zu leben und alles, was lebt, hat natürlich viel mehr Energie und Power und Kraft als das, was schon halb tot ist. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Und hier haben wir jetzt eben einmal die Buchweizensprossen. Die finde ich immer ganz lecker für Süßspeisen auch. Also man kann damit auch ein gesundes Müsli zum Beispiel machen. Man kann aber das Ganze auch in den Salat geben. Dann habe ich hier Kichererbsensprossen. Die finde ich auch super, super lecker. Man kann sich damit zum Beispiel ein gesundes Hummus machen. Ist wieder viel hochwertiger, als einfach nur aus der Dose was zu nehmen, was konserviert ist, wo auch Zusatzstoffe drin sind. Und hier habe ich einmal gemischt Brokkolisprossen mit Alpha-Alpha-Sprossen. Ich muss ehrlich sagen, dass Brokkoli für mich vom Geschmack her ein bisschen herb ist, ein bisschen kräftig ist. Deswegen auch da versuche ich immer, das trotzdem zu essen, aber eine Lösung für mich zu finden, die praktikabel ist, die funktioniert im Alltag. Und deswegen mixe ich es einfach mit Alpha-Alpha-Sprossen, dann sind sie einfach so ein bisschen nussiger, ein bisschen würziger und nicht so intensiv, weil einfach genau 50% davon quasi nur Brokkoli sind und 50% Alpha-Alpha. So mache ich das im Alltag. Wie machst du es im Alltag? Isst du wirklich jeden Tag Sprossen? Machst du dir Säfte daraus? Gibst du es in den Smoothie? Oder wie sieht dein Alltag mit Sprossen aus? Also ich habe hauptsächlich tatsächlich Sprossen. Ich vertrage Keimlinge nicht so gut, deshalb esse ich sie nicht so oft. Weshalb auch immer, muss ich mal am Mikrobiom noch ein bisschen arbeiten. Ich habe aber hauptsächlich Sprossen, weil ein wichtiger Fakt ist, die Lehre nach Hippokrates von Kos, den kennt ja fast jeder, ne? Der Urvater der Medizin. Mhm. Da gibt es ein Institut in Florida, das nennt sich Hippocrates Health Institute. Und die sagen, dass die Sprossen die powerreichste und die wichtigste Nahrungsquelle für uns Menschen sind. Wahnsinn. Warum? Weil die Pflanzen quasi wie Solarzellen dass die Energie von der Sonne für uns filtern und somit die ganze Energie, die damit rüberkommt und auch übrigens alle Nährstoffe und so weiter, in eine verwertbare Form für uns bringt. Ja. Also das heißt, die Pflanzen sind eigentlich die Solarzellen, um sie für uns, diese ganzen Vitamine, Mineralstoffe und so weiter für uns verwertbar zu machen. Und deshalb ist dort eben auch dieses ganze Chlorophyll drin. Und vor allem bei Sprossen ist eine Sache extrem wichtig, sind die Enzyme. Mhm, ja. Ja. Also das heißt, wir brauchen Enzyme, vor allem für unsere Verdauung, aber dass überhaupt alle komplexen Vorgänge in unserem Körper funktionieren. Und in den meisten Lebensmitteln, auch in Gemüse, auch in Obst, sind Enzyme nicht vorhanden oder sind durch Kochen und so weiter auch leider zerstört. Ja, ja. Und deshalb sind Sprossen so elementar wichtig, dass du diese Enzyme, diese lebendigen Eiweißverbindungen, dass du die tatsächlich zu dir bekommst. Und da eignet sich das halt super gut. 1-2 Esslöffel am Tag reichen da auch schon und du bist super gesättelt. Also ja, also ich gebe mir die auch gerne in eine Bowl zum Beispiel am Abend zum Essen mit einem leckeren Salat und so integriere ich das immer, immer mehr. Ich werde immer, immer besser darin und ich spüre auch, wie gut mir das Ganze tut. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ja, so viel zum Thema Sprossen. Wenn ihr noch Fragen habt an den Christian oder an mich zum Thema Keimlinge oder Sprossen, schreibt es uns gerne in die Kommentare, da würden wir uns drüber freuen. Ich möchte auch noch mal zum Schluss darauf hinweisen, dass der Christian auch einen super Blog hat mit Rezepten, mit wissenswerten Infos. Also wirklich, da könnt ihr euch nur belehren. Und auch einen YouTube-Kanal hast du ja auch. Ganz genau, Mr. Broccoli Vegan. Einfach da mal googeln oder YouTube. Perfekt, den verlinken wir auf jeden Fall.
Fall schaut er gerne mal vorbei. Der ist wirklich super. Kann ich nur weiterempfehlen. Und ansonsten, das Statement aus diesem Video ist einfach, bitte fangt an zu keimen. Das kostet nicht viel, ist super günstig und sehr, sehr gesund. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar ein paar Outtakes vorbereitet. Ein paar witzige Mitschnitte. Ein paar witzige Mitschnitte. Ich hoffe, ihr könnt drüber schmunzeln. Ansonsten senden wir euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut. Ciao. Spaß. Euer Lana. Ciao. Das musst du auf jeden Fall mal als Outtake nehmen, ey. Das ist so geil. Das sind immer die Haare, ey. Yeah. Aber dass du dich gar nicht... Als ob das jetzt einen Unterschied machen würde. Macht gar keinen Unterschied mehr. Das ist nur in meinem Kopf drin. Ja, ja, klar. Weil manchmal hatte ich Videos, da waren dann die Haare so quer gestanden und dann habe ich mich geärgert und deswegen habe ich mir das dann so eingeschränkt. So, es geht los. Okay. Der Unterschied ist zwischen einem Grassaftpulver... Das ist dein Handy. Ja. Was mit deinen Haaren? Hab ich schon. Ich bin gar nicht so eitel, wie das jetzt rüberkommt. Für eine Frau bin ich eigentlich mega uneitel und brauche irgendwie in der Früh nicht lange, aber so kommt es jetzt rüber, ne? Weil ich diese eine Macke habe. So, das haben wir jetzt auch geklärt. Also, die Haare stehen. Nein. Die Haare liegen. Die perfekt. Haare sitzen. Die Haare sitzen, okay. Genau. So, es kann losgehen. Leistungsmixer würde das packen. Meiner nicht ganz. Und jetzt gibt's Besuch. Soll ich weiter? Nee, ich mache mal Pause. Cut! Oder Outtake? Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.